Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Newsflash in diesem Jahr. Herzlich willkommen zu eurem Pressespiegel der letzten Woche. Das sind die Themen. Korruptionsvorwurf gegen den Samsung-Vizechef. Ein Antrag auf Haftbefehl läuft bereits. Dann gibt es zum 10-jährigen Jubiläum von Apple ein paar Statistiken. Bei WhatsApp wurde eine Sicherheitslücke entdeckt. Und etwas Lustiges von Alexa. Alexa hat wohl eine Massenbestellung ausgelöst. Auf das Thema freue ich mich schon sehr. Samsung hat im Moment richtig Probleme, denn der Vizechef Lee steht unter Verdacht, dass er Einfluss auf Regierungsentscheidungen genommen haben könnte. Die Präsidentin Park, gegen die läuft bereits ein Amtsenthebungsverfahren, weil sie sich mehrerer Korruptionsvorwürfe wohl stellen muss. Aber nun ist man halt auch auf den Vizechef von Samsung aufmerksam geworden. Er soll wohl einer Freundin der Präsidentin geholfen haben finanziell und dadurch die Fusion zweier Samsung-Töchter vorangetrieben haben. Das Problem ist, er als Vizechef führt im Moment das gesamte Unternehmen, denn sein Vater ist bettlägerig und die Fusion dieser Samsung-Töchter macht es ihm halt einfacher, dass er komplett das Unternehmen demnächst führen kann. Aktuell läuft jedenfalls der Antrag auf einen Haftbefehl und es sieht halt nicht so gut aus für ihn. Ich hoffe, dass sich das irgendwie klären wird, denn die Produkte von Samsung, die könnten natürlich, das ist die Gefahr, darunter durchaus auch leiden, wenn die ganze Firma sich auf den Chef konzentrieren muss, wie er da wirklich ein sehr, sehr großes Problem quasi hat vor dem Gesetz. Ich hoffe, dass es trotzdem demnächst wieder Innovationen gibt, auch wenn der Chef Lee, der nun wirklich seine Mitarbeiter echt vorangetrieben hat, wenn der seinen Kopf woanders hat. Hallo ihr Lieben, ich melde mich aus dem Schnitt. Gerade kommt die Nachricht rein, dass das Bezirksgericht in Seoul Lee freigesprochen hat, weil einfach die Gründe für einen Haftbefehl nicht ausreichend sind. Wir dürfen da also gespannt sein und ich werde natürlich weiter beobachten, wie sich die Sache entwickelt. Letzte Woche bin ich auf den Blog von Michael Crocker gestoßen, Crockers Look at IT, und der hat sich die Mühe gemacht, mal ein paar Statistiken für das Apple, 10 Jahre Apple, zusammenzusuchen. Was meint ihr, wie viel Umsatz hat Apple mit dem iPhone in den letzten 10 Jahren gemacht? Das waren 655 Milliarden Dollar, also 610 Milliarden Euro, die Apple alleine mit dem iPhone seit 2007 umgesetzt hat. Es sind 1 Milliarde Geräte verkauft worden, davon die Hälfte fast ausschließlich 2015 und 2016. Das ist also absolut enorm, was für ein Wachstum da auch drin war. 2016 ist dann das erste Mal der Absatz wieder etwas runtergegangen und eine Gefahr, auf die der Michael auch hinweist, ist, dass Apple natürlich aber nur dieses iPhone hat. Und wenn ein Unternehmen 60 und teilweise sogar 70% des gesamten Unternehmensumsatz auf ein Gerät stützt, dann birgt das natürlich Riesengefahren, wenn dann die Kunden abspringen und sagen, nee, ich warte auf das nächste Modell oder auf das übernächste Modell. Das Problem ist halt, ich habe hier auch schon in dem Newsflash darüber berichtet, die Geräte sind halt irgendwie immer gleich. Nicht nur bei Apple, sondern im Moment bei jedem Hersteller. Es fehlen einfach Rieseninnovationen. Und da warten die Kunden einfach im Moment ab. Aber Apple hat gleich einen zweiten Milliardenmarkt aufgetan. 2007 hatten sie halt auch die Idee, Apps zu verkaufen und 2016, alleine in dem Jahr, sind 20 Milliarden Dollar am Verkauf von Apps geflossen. Wir müssen uns also über die Stromrechnung in Cupertino wohl keine Sorgen machen. Vorsicht, meine WhatsApp-Nachrichten können gelesen werden oder Achtung, Facebook liest mit. Facebook hat eine Backdoor eingebaut bei WhatsApp. So oder ähnlich lauteten Überschriften in der letzten Woche und es soll wohl geschehen sein, dass Facebook das Protokoll, das Verschlüsselungsprotokoll geändert hat und Sicherheitsexperten haben jetzt die Befürchtung, dass es einen Trick gibt, wie man halt tatsächlich diese verschlüsselten Nachrichten lesen kann. Und jetzt Hobby-Hacker aufgepasst. Ich hoffe, ich erkläre es richtig. Die Hauptgefahr, die wohl besteht, ist, dass in einem Chat zwischen zwei Personen der Verschlüsselungsschlüssel quasi ungültig wird. Wenn jemand eine Nachricht schreibt und der Schlüssel des Chats aktuell quasi ungültig ist, dann wird die Nachricht, die geschrieben wurde, während der Schlüssel halt ungültig ist, die wird dann unverschlüsselt auf dem Server von WhatsApp gelegt
und wird dann unverschlüsselt zugestellt. Erst wenn dann wieder der Chat besteht und ihr wieder die Nachricht bekommen habt, Achtung, dieser Chat oder ja super, dieser Chat ist jetzt wieder verschlüsselt, erst dann werden die Nachrichten auch wirklich wieder verschlüsselt übertragen. Das heißt, wenn ihr genau diesen Moment abpasst, wo euer Chat gerade einmal keinen verifizierten Schlüssel hat und zufällig derjenige, der die Nachricht empfangen soll, sein Handy auch noch aus hat, dann kann WhatsApp diese Nachrichten mitlesen. Der Facebook-Chef, der hat dazu sich schon geäußert und hat gesagt, es sei halt viel unsicherer, alle Kunden darauf hinzuweisen, wenn dieser Schlüssel gerade nicht aktiv ist, weil wenn sie das tun würden, dann könnte man genau diese Kunden abgreifen, genau diese Kunden aus dem System raussuchen und dann wüsste man halt ganz genau, hey, da kann ich im Moment Nachrichten unverschlüsselt lesen. Deswegen werden halt die WhatsApp-Kunden auch gar nicht darüber benachrichtigt, dass das gerade passiert. Man kann das einstellen, wenn man das dann halt doch möchte, benachrichtigt werden möchte. Man kann das in den Sicherheitseinstellungen von WhatsApp einstellen, dass man eine Nachricht bekommt, wenn ein Chat nicht verschlüsselt ist gerade. Wie gesagt, der Facebook-Chef sagt, man wird nicht benachrichtigt, weil ihr in der Menge lieber untergehen sollt und dann wird der Chat sich ja automatisch wieder verschlüsseln, so wie tatsächlich der Chatpartner sich auch wieder eingeschaltet hat und deswegen ist da halt wirklich nur kleine Gefahr. Also es ist kein Weltuntergang und ich bin sowieso derjenige, der sagt, wenn ihr dieses Chatprogramm, das ihr benutzt, nicht selber geschrieben habt und nur über eure privaten Internet-Sendemasten sie vertreibt und wenn ihr nicht dieses Ding auch auf euren eigenen Servern, die ihr zu Hause stehen habt, betreibt, dann müsst ihr immer damit rechnen, dass irgendwo eine Stelle sein kann, wo jemand mitlesen kann. Also egal, was ihr schreibt, rechnet einfach damit, irgendjemand kann es schon sehen. Ja? Also wundert euch nicht, wenn irgendwo plötzlich wieder in den Nachrichten auftaucht, jetzt gibt es wieder eine Sicherheitslücke, WhatsApp ist total unsicher. Das ist von Menschen geschaffen, dieses Programm. Das passiert nun mal. Zum Schluss will ich euch noch eine lustige Geschichte von Alexa aus Amerika erzählen, aber dafür müsst ihr eure Alexa mal eben ausschalten, denn ich werde ihren Namen jetzt ein paar Mal nennen. Es ist wohl passiert, dass ein kleines Mädchen ihrer Alexa in Amerika erzählt hat, dass sie sich ein Puppenhaus wünscht. Und Alexa ist natürlich nett und hat dieses Puppenhaus dann auch bestellt. Ja, und das war halt nicht geplant, logischerweise. Und das fand ein Nachrichtensprecher so lustig, diese Geschichte, dass er die in seinen Nachrichten erzählt hat. Nun ist es so, dass in Amerika Alexa schon sehr viel mehr verbreitet ist und es kam wohl zu einer nie dagewesenen Massenbestellung von Alexa mit diesem Puppenhaus. In Deutschland kann das aktuell Gott sei Dank noch nicht passieren. Außerdem könnt ihr eine PIN vor den Kauf stellen. Ich zeige euch das hier in diesem Video mal, wie das geht. Ihr könnt also eine PIN vor den letzten Bestellgang setzen. Dann fragt Alexa noch nach diesem PIN. Aber lustig war es auf jeden Fall. Ich musste ganz laut schmunzeln quasi, als ich das gelesen habe. Denn wie geil ist das, wenn man einen Nachrichtensender macht und dann quasi mehrere tausend Alexas zu einer Bestellung bewegt. Absolut genial. Damit es vielleicht in meinen Videos auch mal so weit kommt, und jetzt pass auf, das ist ein super Übergang quasi, sorgt doch mit dafür, dass ich mehr Abonnenten bekomme. Also sagen wir bis nächste Woche, jetzt habe ich 600 Abonnenten, bis nächste Woche 1 Million Abonnenten, dass mehr Leute dieses Video schauen, beziehungsweise das nächste Video, wo ich dann Alexa zu einer Massenbestellung zwinge. Wenn dieses Video mehr als 80 Zugriffe hat, zum Beispiel sagen wir 100.000 Aufrufe, hätte, dann würde es halt richtig witzig werden. Und dann können wir zusammen mal überlegen, was wir bestellen und dann spielt ihr mein Video einfach ab. Solange müssen wir halt wie gesagt warten. Aktuell sind wir 600 Abonnenten. Wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon längst getan habt und erzählt euren Freunden, was wir hier alle so machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.